Und einen wunderschönen guten Abend. Wir sind wieder live hier zusammen und ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende und einen guten Einstieg in deine Woche. Und jetzt ist wieder Zeit für die Lebensmittelimpulse. Heute geht es um ein Thema, welche Zieladresse gibst du deinem Lebensnavigationssystem ein? So dass du auch weißt, na ja, in welche Richtung will ich denn überhaupt laufen oder ja, wo will ich denn hin? Und ja, fangen wir aber weiter vorne an. Wir weg wollen von irgendetwas und hin zu etwas Neuem, dann ist es erstmal wichtig, sich um das Weg von zu kümmern. Und vielleicht kennst du das, dass du dich irgendwie so, ich sag mal, richtungslos fühlst, dass du das Gefühl hast, ich weiß gar nicht so genau, wo ich hin will. Ich weiß zum Beispiel weg von etwas, aber ich weiß noch nicht genau, wo ich hin will. Ich habe das noch nicht für mich erkannt. Und du kommst vielleicht vor, als würdest du zwischen den Bedürfnissen anderer Menschen wie so ein Ping-Pong-Ball hin und her gespielt werden, gespült werden. Und letzten Endes ist es eigentlich meistens so, dass deine eigenen Bedürfnisse, das, was du willst, was du brauchst, was du gerne machen würdest, ja, so ganz oft hinten runterfällt, ne? Weil einfach keine Zeit mehr da ist. Du kümmerst dich um alle anderen und vielleicht die Familie, die Kinder, Freunde, Kollegen, deine Arbeit. Vielleicht kümmerst du dich auch schon etwas mehr um deine Eltern. Das ist ja in der Lebensmitte gerade so ein bisschen eine Sandwich-Position. Oft sind die Kinder vielleicht noch im Haus oder gerade aus dem Haus. Dann fängt es schon ein bisschen an, wo wir uns mehr um die Eltern kümmern. Das ist auch alles gut so. Aber wir brauchen dafür Raum und Zeit und vor allen Dingen Energie. Und wenn wir das Bedürfnis nach Energie tanken, Kraft tanken, immer hinten anstellen, ist klar, was dann kommt. Dann sind wir voll und ganz in die Erschöpfung hineingeraten. Und ja, das ist so schade. Ja, ganz oft fühlst du dich dann so, wie als würdest du auf der Stelle tappen. Ja, du kommst nicht wirklich weiter. Es ist so wie 2 Schritte vor und 3 zurück. So als würdest du auf eine Sanddüne laufen und kommst nicht wirklich richtig oben an. Ja, wo bleibst du dabei? Wo deine Wünsche, du selbst? Ja, oft reiben wir uns auf für andere. Es ist gut, wenn wir für andere Menschen da sind, aber wir dürfen auch für uns selbst da sein und das in den Mittelpunkt rücken, was wir auch uns wünschen vom Leben, was wir wollen. Ja, und manchmal ist es auch so, das habe ich jetzt auch schon öfter von Kundinnen, Klientinnen gehört, dass sie sich so wie in einem Korsett fühlen. Ja, du kennst vielleicht noch früher von den Sissi-Filmen. Sissi wurde da eingeschnürt in so ein Korsett. Sie hatte zwar eine tolle Figur, aber sie konnte sich kaum bewegen. Sie konnte kaum atmen und ihre Beweglichkeit war auch nicht wirklich so gut. Und dieses Korsett, das engt uns so ein. Das gibt uns keinen Raum zum Tun, zum Handeln, zum Agieren, zum Kreieren. Und ja, das gibt uns auch keine Zeit für das, was uns Spaß und Freude macht. Und dann ist natürlich die Frage, warum sind wir hier auf dieser Welt? Nur um im Funktionalitätsrat drin zu sein? Nein, oder? Ja, also ganz oft fühlen wir uns wie im Hamsterrad, wie im Funktionalitätsrad. Tag ein, Tag aus, das Gleiche. Morgens aufstehen, ab in den Alltag, abends erschöpft irgendwo auf der Couch oder auf dem Sessel hängen und dann ins Bett und dann fängt das am nächsten Tag wieder ganz genau so von vorne an. Und das klingt absolut verdammt nach Lebensmittelschleife. Schleife, Schleife. Wir drehen uns, wir hängen fest, wie so eine Langspielplatte, die festhängt. Ja, und du spürst, dass du da raus willst. Weißt aber natürlich noch nicht genau wie. Und du weißt aber ganz genau, so kann es definitiv nicht mehr weitergehen. Sonst halte ich das auch definitiv nicht mehr lange durch. Ja, weil das kommt ja dann auch. Wir können für andere sorgen. Klar, wenn aber unser Akku leer ist, können wir nicht mehr für andere sorgen. Wir haben nichts mehr, was wir geben können. Wir laufen selbst auf dem Notstromaggregat und da ist auch niemand mit geholfen. Ja, vielleicht hat sich das auch die ganzen Jahre, ich sag mal, wo du vielleicht gerade wir Frauen, ich selbst habe keine Kinder, aber ich kriege ja ganz viel mit auch von Kolleginnen und Freundinnen, Klienten. Ja, sie sorgen für die Kinder, sie sorgen für die Familie, sie arbeiten deshalb Teilzeit und versuchen alles
unter einen Hut zu bekommen. Das ist ja schon wie ein Kleinunternehmen, ja? Das ist einmal hat man seine Arbeit, die Familie, den Partner, die Eltern, Freunde, das ganze Leben, was da so um einen drumherum ist. Und ja, das fühlt sich vielleicht auch eine ganze Zeit lang gut an, weil wir natürlich auch die Verantwortung haben für unsere Kinder, für unsere Familie. Natürlich. Und wir kriegen das sicher auch ganz gut hin. Und das ist bei vielen ganz gut gelaufen. Und dann merken wir aber, ja, oder auch bei mir, ich habe einen tollen Job gemacht, ich hatte einen tollen Job, ich hatte einen gut bezahlten Job, bis dann nachher eben diese feindliche Übernahme kam, wo ich mich nicht mehr wohlgefühlt habe und da raus wollte. Aber irgendwann kommt dann auch ein Punkt, wo man das Gefühl hat, da kommt noch was anderes. Das kann nicht alles gewesen sein. Und ja, und es kann sein, dass sich das bisher gut angefühlt hat, was wir getan haben. Aber jetzt ist Zeit für etwas anderes. Und dann kommt auch ganz oft so der Gedanke auf, pff, irgendwie habe ich so das Gefühl, das Leben ist so an mir vorbeigerauscht und ich habe einiges doch verpasst, weil ich mir keine Zeit genommen habe für dies, das, sel und jenes. Das Leben ist an mir vorbeigerauscht, ich konnte es gar nicht mehr spüren, weil ich mich nur um andere Dinge gekümmert habe. Ja, das kann ich gut verstehen. Ging mir auch teilweise ähnlich und dann ist es aber wirklich auch ein Punkt gewesen, wo ich sagte, da muss jetzt ein Wendepunkt her und das kann so nicht mehr weitergehen. Meine Geschichte dazu habe ich ja auch gestern schon in meinen Bonus-Calls ausführlich zum Besten gegeben und habe da auch wirklich ganz offen und ehrlich all das, was ich gefühlt habe, mit reingegeben und sehr emotional. Mich berührt das auch immer sehr, wenn ich darüber berichte. Ja, aber dann kommt die Sehnsucht nach mehr, nach mehr, nach mehr, nach mehr und nach Veränderung, nach Leben, Leben, nach ja, Unternehmen, nach Lebendigkeit, nach Prickeln der Lebendigkeit. Ja, dann kommt aber die Frage, naja, ich weiß zwar, ich will etwas nicht mehr in meinem Leben, aber wie finde ich denn eigentlich heraus, was ich wirklich will? Was kommt denn stattdessen? Wenn ich das eine nicht mehr will, was kommt denn an die Stelle oder was kann an diese Stelle kommen? Leider ist es aber tatsächlich ganz oft so, wenn wir in so einer Erschöpfungsspirale drin hängen, wenn wir so richtig schön nach unten gegangen sind, der Spirale uns erschöpft fühlen, müde fühlen, ausgelaugt, irgendwie so völlig am Ende. Und dann fällt es uns ganz oft eher schwer oder ich sag mal nicht leicht, zu überlegen, was will ich denn eigentlich? Ja, da schwirren vielleicht so Gedankenfetzen in deinem Kopf rum, weil du kannst das nicht wirklich greifen. Es ist so nebulös noch irgendwo. Und was da hilft, ja, ist erstmal wirklich, wirklich, und das ist das Einzige, was hilft, wirklich das Einzige, was hilft, wieder in die Lebenskraft zu kommen. Weil erst in deiner Energie, in deiner Kraft, in deinem Denken, wenn du da wieder gut denken kannst, weil wenn wir in der Erschöpfung sind, wenn wir im Stress sind, sind wir leider einfach in unserem Denktunnel, in unserem Sichttunnel. Wir sehen gar nicht weit. Ja, wir sehen nur so ein kleines Teilchen von dem, was da vielleicht möglich ist und ja, tun uns einfach schwer, weiter in die Zukunft zu sehen, was da vielleicht für uns stehen könnte, was wir wollen. Ja, und was anstelle dieses Funktionalitätsrades dann einfach kommen kann. Das heißt nicht, dass wir plötzlich den Hammer fallen lassen und nichts mehr tun. Nein, aber wir tun es mit Freude und wir tun es bedacht und wir tun es mit Elan. Wir stehen morgens auf und sagen, ja, Tag, ich komme. Ja, also das ist eine völlig andere Herangehensweise. Natürlich wollen wir weiter unsere Arbeit machen. Natürlich wollen wir weiter für alle Menschen, unsere lieben Menschen da sein. Aber wir brauchen erstmal die Kraft. Und meine drei Herzensempfehlungen sind jetzt für dich folgende. Wenn du in einer solchen Situation bist, kann ich dir nur von Herzen empfehlen, halte erstmal an. Bleib mal da stehen, wo du jetzt gerade bist und halte inne, also innen anhalten, weil das dieses Hassel aufhört, immer tun und tun und tun und mach, mach, mach. Und das ist der einzige Weg, wirklich wieder nach vorne zu schauen. Innehalten, mal wieder durch atmen, nicht immer weiterrennen, unachtsam weiterrennen durch den Tag. Vielleicht hast du die Möglichkeit, dir auch mal ein, zwei, drei Tage eine Auszeit zu nehmen, wo du sagst, ich muss jetzt mal raus. Ja, ich gehe mal, keine Ahnung, zu einer Freundin übernachten oder
Vielleicht fährst du mal 2 Tage ins Wellnesshotel, nimmst dann nur mal Zeit für dich, wo du deinen Gedanken mal Raum geben kannst erstmal wieder zum Entwirren und dann zum Reifen vielleicht auch. Erst wenn du in die Ruhe kommst, dann ist wieder Möglichkeit, dass da oben etwas in Bewegung kommt und Raum ist für wirklich zum Denken oder gar für Kreativität. Ja, uns das mal zuzulassen. Also wirklich dir Zeit zu nehmen, über dich und dein Leben mal nachzudenken. Wo stehst du gerade? Wirklich selbst in die Reflexion zu gehen und zu gucken, was ist da gerade? Und dir Zeit für dich zu nehmen, dich in den Mittelpunkt zu rücken, ein Stück weit. Ich weiß, das fällt uns alle so, allen so schwer, aber das ist der Schlüssel. Nur das ist der Schlüssel. Ja, wir können anderen Bedürfnissen nur gerecht werden, wenn wir selbst genug Energie haben. Ja, dann Punkt 2. Wenn du dann noch nicht weißt, ganz klar, wir haben ja gesagt, wenn du so in dem Hamsterrad drin bist, kannst du oft nicht die Wege sehen, die vor dir liegen. Und wenn du dann noch nicht weißt, wo deine Lebensreise so wirklich hingehen soll, dann kann ich dir empfehlen, nimm dir ein Blatt Papier, schreibe auf, was du definitiv nicht mehr willst in deinem Leben. Ja, dass du es erstmal nach dem Ausschlussprinzip machst, dass du sagst, okay, das und das und das. Und wirklich ganz kritisch hinterfragen, überlegen, was darf ich vielleicht abgeben? Was darf ich delegieren? Was darf ich vielleicht, was gibt es, was ich gar nicht mehr machen brauche, was ich irgendwann übernommen habe, was eigentlich gar nicht mehr erforderlich ist? Es hat sich nur so eingebürgert, dass es eben gemacht wird. Ja, überlege, was weg darf in deinem Leben, was willst du definitiv nicht mehr? Ja, und was du wirklich unbedingt loslassen willst, was dich belastet, was dich abhält davon, etwas zu tun, was dir Spaß und Freude macht in deinem Leben. Ja. Und dann hast du schon mal das aufgeschrieben. Wer mich kennt, weiß, ich bin absoluter Freund des Prinzips der Schriftlichkeit, weil etwas, was wir erstmal aus unserem Köpfchen rausnehmen und aufschreiben auf ein Blatt Papier, das steht schon mal irgendwo. Das heißt, wir brauchen nicht ständig drüber nachzudenken. Wir wissen, wo es steht und können es jederzeit zur Hand nehmen. Und natürlich auch weiter damit arbeiten. Ja, und es immer wieder auch uns vorzunehmen, dass wir uns selbst immer erinnern, Mensch, da war doch was, was ich eigentlich loswerden wollte. Ja? Und das ist ein Weg, das geht auch nicht von heute auf morgen, ganz klar. Und dann Punkt 3, überlege dir und schreib es dir natürlich wieder auf, wenn du in deinem Ziel angekommen bist, wenn du noch nicht weißt, wo dieses Ziel genau ist, dann beschreibe aber für dich und überlege dir, wie möchtest du dich fühlen in deinem Ziel? Ja, wie möchtest du dich fühlen mit dem, was du tust, ob das jetzt beruflicher Art ist oder privater Art ist? Wie möchtest du dich fühlen? Ob das gelassen ist oder mit Leichtigkeit oder entspannt? Wie möchtest du dich fühlen? So ganz in dir drin. Wie möchtest du durch deinen Tag gehen? Wie möchtest du morgens aufstehen und dich fühlen und auf den Tag freuen? Ja, wie möchtest du dich in deinem Beruf fühlen, in deiner Beziehung vielleicht auch fühlen? Was darf da für dich stehen? Also, dass du wirklich eher nicht die Zielsituation als solches beschreibst, sondern deine Charakteristiken, die du dann in diesem Ziel für dich erreicht hast. Also wirklich ins Gefühl gehen. Welche Verantwortung würdest du vielleicht da haben wollen oder ja, nicht mehr haben? Also so in dieses Bild mal reinzugehen und da mal dich ganz intensiv mit zu verbinden und natürlich es auch aufzuschreiben. Und dann hast du schon ganz viele Samen für dich gesät. Weil du wirst merken, wenn du das mal aufschreibst und dich wirklich, wirklich mit beschäftigst, dann fangen da oben so ein bisschen an, die Rädchen sich zu drehen. Und dann, wenn du das für dich erreicht hast, ja, dann kann ich dir auch nur empfehlen, da diese Notizen, die du dir gemacht hast, auch jetzt nicht in die Schublade zu legen. Naja, ich habe mir ja jetzt Gedanken gemacht. Und dann ist gut. Nein, nimm es dir immer wieder zur Hand, mehrmals die Woche. Nimm es dir zur Hand, schau es dir an und geh in dieses Gefühl hinein und überlege dir, ja, du wirst merken, wenn so ein Gedanke mal eingepflanzt ist und dann wirst du den immer ein Stück weit mit dir rumtragen und du wirst Dinge in deinem Alltag vielleicht gleich schon mal kritisch überprüfen. Braucht es das wirklich? Oder hat sich das tatsächlich nur so eingeschlichen, eingebürgert, wie auch immer? Ja. Und wenn diese Samen mehr und mehr reifen, dann bekommst du auch für dich mehr Klarheit, wo deine Reise hingeht und wie deine Zieladresse dann ausschaut.
Und was du dann in dein persönliches Navigationsgerät eingeben kannst und du dich dann drauf hinbewegst. So, als würdest du in ein Taxi steigen und der Fahrer fragt dich, wo willst du hin? Und du sagst, da und da will ich hin. Und dann geht's los mit der Reise. Genau. Ja, es gibt immer einen Weg. Immer, 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 immer. Und du bist wertvoll. Jeder von uns ist wertvoll. Und ich kann nur an dich appellieren, sei es dir wert, sei es dir wert. Du bist einzigartig. Sei es dir wert, auch deine Bedürfnisse zu sehen und wahrzunehmen und diese auch, ja, umzusetzen, sie zu stillen, deine Bedürfnisse. Und vielleicht hast du mitbekommen, ich hatte ja jetzt meine Empowerment-Tage, wo ich dann noch drei Bonus-Calls eingerichtet habe. Am Samstag war das Thema Nein sagen, gestern eben meine Lebensgeschichte. Und heute geht es nochmal darum, und ich erzähle dir von meinen lieben Kundinnen, wie sie, was sie erlebt haben und wo sie standen, als sie zu mir gekommen sind und was sie dann für sich erreicht haben in der Zusammenarbeit mit mir. Und ich bin so mega stolz darauf, das alles auch bewirkt zu haben, da einen Anteil dran zu haben, dass diese Frauen jetzt das machen, was sie wollen, ihr Ding machen. Und da bin ich mega stolz drauf und dankbar, dass ich diese Berufung leben darf. Ja, also wenn du jetzt noch dazu hüpfen möchtest, geht absolut noch heute Abend um 20 Uhr live in einer Live-Session, wo wir zusammenkommen im Zoom-Raum. Und wenn du da dabei sein willst, registriere dich. Im Text habe ich den Link für dich eingefügt und du kannst auf jeden Fall noch dabei sein. Ich freue mich sehr, wenn wir uns heute Abend sehen. Und wie gesagt, es geht auch anders und es gibt immer einen Weg. Du bist wertvoll und sei es dir wert. In diesem Sinne wünsche ich dir und uns einen schönen Abend. Ich freue mich auf meine Frauen heute Abend und vielleicht bist du auch dabei. Und wir schauen in diese Reisen meiner Kundinnen hinein. Mach's gut und wir sehen uns aller spätestens nächste Woche bei dem nächsten Lebensmitteimpulsen am nächsten Montag. Ciao, deine Sandra, die Umdenkerin.